Von da kam ich. Hier war ich überall schon. Da ist, wo ich hin muss. Dann bin ich nebenbei doch in die Quest reingestolpert, die ich eigentlich machen wollte. Also eine von den Quests, die ich machen wollte. Oder sollte. Ich habe halt... Ich will natürlich alle Quests machen, so gesehen. Ja. Meins. Komm ich hier rein? Ach so. Ach so. Da muss eine Quest. Hier ist doch keine Quest. Ich komme bloß allgemein da raus. Oder aber nur, es ist nur, weil es keine aktive Quest ist. Aber ich denke mal, es ist schon Teil einer Quest, oder? Ich meine, es sieht so ein bisschen nach der einen Sache aus, wo die meinten, da sind die ganzen Leute und so. Händler, kannst du was reparieren für mich? Nee, aber ich kann was kaufen. Das Geld habe ich tatsächlich sogar schon, aber... Ach, was soll ich mit dem Quatsch? Ich hab doch meins. Die gehen auch nicht stärker, die Teile, aber Level 1, das ist ärgerlich. Ich hätte gerne Level 2er Teil von sowas. Mal was verkaufen vielleicht. Ist das teuerste zuerst jetzt? Wie gar nicht. Ist nullo sortierto. Hä, kann ich nichts scrollen? Ist das alles, was ich habe? Hä? Ist überhaupt nicht sortiert. Wie zum... Ach so. Ah, einmal klicken für Sortierung und gedrückt halten für Umkehrung der Sortierung. Okay. Am Moment, Wert war gut. So. Oha, Stufe 8. Kann man behalten. Na, verkaufen uns echt meistens 14, das ist ja nicht nichts. Gut, es summiert sich irgendwie. Hm. Ich mach's einfach mal, weil es einfach geht. Und weil 200 ich sowieso nicht nutzen möchte unbedingt. Naja, ich habe ein bisschen Platz geschaffen, das ist auch in Ordnung. Was haben wir hier? Nahkampf weg damit oder was? Oder soll ich es zerlegen? Ich weiß es nicht genau. Tarnungsfertigkeit. Ich würde gerne die Fertigkeiten extrahieren. Quasi. Wenn das ginge. Scheint aber nicht so. Nee, Tech-Fähigkeiten ist ja auch das teuerste von allen Sachen, weil damit kann ich ja aufleveln. Das ist ja... Sowas sollte ich auf jeden Fall immer dabei haben, weil ich dann irgendwie, wenn ich mal 5 Punkte mehr brauche für irgendwas, das ausrüsten kann. Zack, dann habe ich es ja. Klingt theoretisch ganz sinnvoll, oder? Tja, aber... Das kann weg. Zack. So, ich würde aber gerne echt Dinge reparieren. Das kann ich hier aber nicht. Hm. Level 9, Hacken plus 7. Pff, nicht schlecht. Oha. Das ist wie 500 bloß. Ist aber ein schwerer Rüstungstyp. Ich weiß nicht, ob ich dann langsamer damit rumlaufe. Hm. Ausweichen und Tarnungsfähigkeiten ist auch schwer. Hm. Hm. Tja, man weiß es nicht so genau. Ob sich da was lohnt. Ich habe aktuell bestimmt bloß leichte Waffen. Rüstung. Man steckt da noch nicht so richtig drin, einfach. Ich hoffe mal noch 2 Gegner irgendwo. Einer bewegt sich gerade ganz blöde. Hm. Was brauche ich dafür? Keine Ahnung. Keine Knack-Dietrich-Dinger. Hallo! Da bin ich mal wieder. Zack. Ah, das muss ich wieder hacken. Mit ganz anderem Tool auf einmal. Hacken benutzt. Toll. Schade. Das bringt mir wohl nichts gerade. Ah, jetzt kann ich auf einmal. Hä? Nee, kann ich doch nicht. Doch, Herr Graut. Verdammt. Moment, aber... Was sagt meine Hackenfähigkeit? Ich habe wie viel beim Hacken, 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 Hacken... Hacken? Da. 5 brauche ich. Ich glaube, ich habe Rüstung, die plus 5 gibt, oder? Du gerade noch gemeint. Oh, war es bloß... Nee, es war zu kaufen gerade, oder? Oder zählt das auch dazu? Moment. Nee.
Tech ist das hier. Da habe ich jetzt dadurch in Klammern so viel. Jawohl, das bringt mir... Wenn ich jetzt... Moment, Tarnungsfähigkeit ist aber auch der Oberbegriff. Das habe ich doch, das habe ich doch. Da. Jetzt habe ich Hacken 25, jetzt müsste es funktionieren. Jawohl. Geil. Also, für sowas immer sowas dabei haben im Inventar. Check. Läuft. Macht was her. Hab ich den gehabt vorher? 100, 100, 100. Ja. Scheinbar. Ja, okay, dann haut es hier mal so hin. Das ist schon mal gut zu wissen. Ach, das bist du bloß. Ich wollte dich gerade angreifen, so. Aber ich kann ihn nicht looten, das ist beschiss. Der war erst zu looten. Und auf einmal ist er... Oh. Kümmert sich gar nicht, dass hier so ein bisschen rumgekämpft wurde und so? Bau! Oh mein, ich analysiere gerade sogar. Ja. Gut gemacht, ne? Diese Darstellung, bla bla bla, ist mir egal. Hübsch. Hat seine Zunge Augen oder ist das bloß Lichtreflexion? Auch hübsch. Hier ist gar nichts zu sehen. Nicht wirklich. Wieso blinkt da die Waffe unten auf? Weil meine jetzige kaputt ist? Wahrscheinlich. Test. Ja, da liegt's. Nur irritieren, dass da eine Schusswaffe eingeblendet wird und ich ja eigentlich eine Nahkampfwaffe habe. Deswegen war ich mir gerade nicht ganz sicher. Spacer's Choice. Ich sammle zu viel Zeug auf gerade. Und ich weiß nicht, wohin damit und was ich da alles machen soll. Geh mal auf Tür. Da muss ich nur noch nach oben und einen Gegner töten. Nachrichten. So, jetzt bin ich schlauer oder auch nicht. Ah, hacken wir mal ein bisschen was. Ja. Da sagst du was. Oha, hier ist viel drin. Ich bin so clever, hat sie gesagt. Dann wird's wohl stimmen, weil ich's mag. Also mein Flatscreen sieht irgendwie so moderner aus, den ich zu Hause stehen habe. Komisch, aber ist so. So, da komme ich wohl wieder dahin. Ich habe ja nicht das, was ich hierfür brauche. Ach! Oder aber... Ich hab's doch inzwischen. Aha! Oha, viel Zeug. Viel Zeug. Ich dürfte gerade fast an meiner Belastungsgrenze schwer sein, was Tragekapazität angeht. Experimentelles irgendwas. Hm. Alles klar, es war dann doch die Quest gewesen, siehst du? Ich kam sogar da rein. Tolle Sache. Ich muss trotzdem nur nach oben. Oh, dann. Mindestens zwei Gegner noch, wie ich gerade sehe. Upsi. Bau, bau. Aue. Wollt auch ein bisschen ballern halt. Danke. Komm. Ey. So mein Kill. Du Stealerin, du. Unglaublich. So, vielen Dank auf jeden Fall trotzdem. Für all die schönen Sachen, die ihr mir gegeben habt. Euer Leben war nicht umsonst, denn ihr habt mich letztendlich bereichert. Das ist schon eine Ehre. Muss man sagen. Danke. Danke. Mr. Ouch. Finde ich gut, die Modifikation. Könnte von mir sein, der Name. Mr. Ouch. Ouch. Aha. Aha. Wollen ja nichts liegen lassen hier. Es wäre... Oh, das war schon wieder. Eine Verschwendigung. So, also ich habe eine Quest gemacht, ohne eine Quest ausgewählt zu haben. Also ohne es jetzt direkt zu wollen. Weil ich so awesome bin einfach. Dann kann ich ja jetzt auch raus. War gerade was gewesen, hier Tatsache.
übersehen gehabt. Meine Güte. Also man übersieht schon mal ein, zwei Sachen. Wenn da nicht aufpasst. Also immer aufmerksam bleiben, liebe Leute. Ich denke, ich habe das Wesentliche auf jeden Fall. Und ich sollte echt wieder was verkaufen. Was ist das denn hier? Rotes Symbol drin. War das irgendwie Spezialschaden? Verbrennen, ist es das? Wahrscheinlich war hier klar, hier ist ja Elektro. Das hier ist offenbar Verbrennungszeichen. Wenn das jetzt nichts ist, was ich außer mit der Farbe mit Flammen in Verbindung bringen würde. Aber okay, ja gut, noch meinetwegen. Ich habe so viel Zeug, ne? Und ich benutze es gar nicht, weil ich muss damit angreifen, voll gut. Oh, was ist das übrigens? Ein Einhandwaffe, die meiner jetzigen absolut überlegen ist. Vor allem auch im Zustand. Zack! Aber alles Level 1 hier, ne? Ja. Schade eigentlich. Dass er nicht steigt. Hui. Auch das ist besser als meine jetzige? Ja. War die vorher auch schon auf 83 gewesen? Ich habe jetzt viermal geschossen oder so. Oder zweimal oder so. Keine Ahnung. Das Ding ist nur auf 83. Kommt mir spanisch vor. Aber ich denke, ich tausche erstmal aus, weil hier ist Taumeln und so alles drauf. Voll gut. Nutze ich nie bisher. Ich meine, ich kann nie der Zeit. So jetzt stärker als dieses. Moment, stopp. Ich wollte noch hier gucken. 4, 5. Ist ja auch bald besser, als wenn es hier weiter kaputt geht, habe ich ja nichts mehr damit. Aber, naja. Nichts gefunden, was meine jetzige Sachen so wirklich ersetzt, leider. Ah, der ist halt unschlagbar, die 13 Rüstungspunkte von dem Dingens hier. Aber ja, wenn ich mir so angucke, aktuell sind 5 Rüstungspunkte durch passive Skills nicht schlecht. Ich meine, es ersetzt mir quasi eine Rüstung. Ich habe ja fast nichts, was mehr als das hat. Schon nicht schlecht eigentlich. Ich wollte nochmal bei ihr gucken. Ach mal. Stimmt, da kann ich auch noch austauschen bei ihr, die ganzen Waffen. Andererseits ist da nichts. Geht es auch darauf? Nee. Entweder oder. Behalt mal deine Waffe hier. Passt schon. Die was gewesen. Die 110er. Offenbar scheint sie auch nicht die Zustandswaffe zu ruinieren. Interessanterweise. Steigt da mal ein Level jetzt langsam. Wie geht das? Wie mache ich das? Wie schaffe ich das? Ja, alles 100. Die hat's gut. Ich muss nichts reparieren lassen. Ich schon. Frech sowas. Order yours today. It's not the best choice. It's Spacer's choice. Also, das klingt eher nicht nach einer positiven Werbung, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, mir ist klar, wie es gemeint ist. Es ist besser als das Beste so in der Richtung, aber es klingt irgendwie nach dem Gegenteil. Es ist nicht die beste Wahl. Es ist die Spacer-Wahl. Wie übersetze ich Spacer am besten? Raumfahrer? Weltaller? Aber die leuchtet so schön. Funkel, funkel, die Waffe. Ich sollte echt mal die Bewegungsschärfe ausstellen hier, wenn ich unschärfe, wenn ich mich drehe. Das ist voll nervig. Ich weiß gar nicht, ob ich es kann in Optionen, ob man es ausschalten kann, aber ich finde hier irgendwie nicht so schön. Ich bin ja generell in Spielen kein großer Fan von sowas. Oftmals. Ich habe es auch fast nur drin, eigentlich in den ganzen Spielen, wenn ich es drin habe. Weil irgendwann mal zum Start meiner Let's Player-Karriere es hieß, oder ich irgendwo gelesen habe, dass die Videos auf YouTube besser wirken. Aufgrund der YouTube-Kompression wissen wir ja alle, dass Videos generell auf YouTube scheiße aussehen, wirklich mit dem, was original aufgenommen wurde eigentlich. Jedenfalls aufgrund der Kompression auch ist es wohl so, dass Bewegungsunschärfe und solche Effekte das Video auf YouTube besser aussehen lassen, als wenn man das halt nicht drin hat. Auch wenn ich es persönlich im Spiel nervig finde. Wahrscheinlich auch, weil aufgrund des Verschwimmens des Bildschirms allgemein werden weniger detaillierte Pixel gebraucht und das fällt dann bei der Kompression nicht so sehr auf, wenn das passiert. Ist jetzt meine Interpretation davon. Und deswegen habe ich es halt drin, damit es hübscher aussieht tatsächlich. Hübscher wirkt. Und weniger fies. Ob das jetzt tatsächlich so hinkommt und stimmt, weiß ich nicht genau.
Das zu überprüfen fällt mir mal schwer. Aber es hat der Grund und deswegen ist es drin. Und naja. Oha. Oha, eine richtige Höhle. Ein kleiner Dungeon quasi. Das ist eine tiefe Höhle. Man, ein paar Meter sind das bloß, die ich gehen muss hier. Da geht's noch weiter. Fluss versteckt. Entdeckt. Au. Gut. Hier fühle ich mich gerade einigermaßen sicher und das ist ein perfekter Zeitpunkt, um zu sagen, das soll's für heute gewesen sein mit The Outer Worlds. Bis zum nächsten Mal. Ciao.